Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Erstmal die Erklärung, warum gestern das Turnier nicht stattgefunden hat. Das hat eigentlich eine völlig einfache Erklärung, aber ich konnte nichts machen. Und zwar habe ich eine Upload- und Stream-Sperre bekommen, sowohl auf Twitch als auch bei YouTube, zeitgleich dafür, dass ich copyright-freie Musik gespielt habe, die mit der Zeit irgendwann nicht mehr copyright-free war. Das heißt, ich habe mir ja vor einiger Zeit Playlists und Songs runtergeladen von Sängern und von Musikanten, die Musik frei zur Verfügung stellen. Man braucht dafür also nicht zahlen, anders als zum Beispiel Montana Black, der einfach für die Musik, die er im Stream spielt, zahlt bei den Unternehmen. Ich habe Musik genommen, so wie viele von uns auch, die frei ist, und mit der Zeit hat irgendwann einer von diesen Leuten, der einen von diesen hunderten Songs, die ich nie im Stream spiele, ich sag mal gestrikt. Das heißt, YouTube ist durch die alten Streams gegangen, die ich teilweise ja gar nicht mehr habe, weil die ja offline oder gelöscht sind, ist durchgegangen und hat eben, weiß ich, 40, 50, 60 Streamer mit so einem 2-Tages-Bann, bis das Ganze geklärt ist, verbannt. Ich konnte nicht uploaden, ich konnte nicht streamen, ich konnte nichts runterladen, ich konnte nichts kommentieren, mein Kanal war im Prinzip lahmgelegt. Heute, nachdem ich gestern und heute 6-7 Stunden um dieses ganze Problem irgendwie, ich musste es ja erstmal verstehen, weil ich gar nicht wusste, was da los ist. Ich habe noch nie Copyright, nicht freie Musik gespielt. Falscher Satzbau, aber ihr versteht, was ich meine. Jetzt hat sie das Ganze aufgeklärt. Mein Einspruch hat Recht bekommen. Ich kann also wieder uploaden, ich kann auch wieder streamen. Deswegen hat das Turnier gestern nicht stattgefunden. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich konnte nichts daran ändern, ich konnte es nicht verschnellern, ich konnte nicht mal Bescheid sagen, kein gar nichts. Ich hätte theoretisch auf Instagram was schreiben können, aber da folgen mir vergleichsweise zu denen, die mir in Videos zuschauen, deutlich weniger. Es wäre also einfach wieder nur so halb gewesen, das hätte nichts gebracht. Alternative wäre jetzt, ich müsste gucken, ich weiß es noch nicht, ob am Samstag, davon ist natürlich abhängig, ob die Teams, die angemeldet waren, auch Samstag könnten. Schreibt gerne rein, vielleicht kriegen wir ja alle Teams noch einmal zusammen, ich muss es mal gucken. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich jetzt auch 2 Tage nichts machen konnte. Dann kommen wir zu dem neuen Update, darum soll es heute nämlich gehen. Wir kriegen Update 1.10 soll es dann sein, nicht 1.09, das ist eher ein kleines, sondern 1.10. Die neue Season in Black Ops 4 beginnt, das heißt, wir haben bisher Operation First Strike. Operation First Strike wird dann vorbei sein und wir bekommen Operation Zero. Null. Komplett null. Achso, bevor wir damit weitermachen, was ihr hinter mir seht, ist ein Sony-Karton. Ich habe mir einen neuen Fernseher geholt und das ist ein anderer Raum als sonst. Ich habe meine ganzen Sachen aus dem großen Zimmer, wo wir vorher waren, in einen extra separaten Streaming-Raum verlegt für mich. Vielleicht ist der Sound noch ein bisschen anders, das Halt noch ein bisschen, das müssen wir mal austesten. Ich kriege noch einen richtigen Schreibtisch, den besorge ich mir nächste Woche, so dass wir auch nachts entspannt mal streamen können und nicht die halbe Familie sozusagen wach wird und die um uns herum wohnen. Sieht jetzt alles noch nicht so ganz fertig aus. Sobald ich den fertig habe, mache ich eine Roomtour mit euch, dann seht ihr auch das ganze Setup und was dahinter hängt und was man hier alles hat, also Kamera, Mikro, noch eine Kamera, da ist noch ein Mikro, da ist ein Headset, alles mögliche. Gehen wir auf jeden Fall durch, also jetzt nicht wundern, dass hier irgendwie noch eine Wasserflasche ist, hier ist noch nichts fertig. Da habe ich gestern erst angefangen, denn ich hatte notgedrungen leider Zeit dafür. So, also, das hätten wir. Das neue Update kommt mit der Season 2, Operation Zero, das heißt, wir kriegen 3 neue Waffen. Der Schwarzmarkt ist überarbeitet worden, beziehungsweise wird dann überarbeitet sein. Hijack kommt am 11.12. endgültig in Blackout in den Modus und in den Multiplayer-Modus. Dazu kriegen wir bei Blackout genauso wie Multiplayer 3 neue Waffen. Das ist die SWAFT, habe ich noch nie von gehört. Ich blende euch auch mal die Patchnotes ein, dass ihr da einmal so durchklicken könnt sozusagen oder mal währenddessen, während ihr mir zuhört, das auch einmal durchschauen könnt. Dazu kommt die Daemon XB. Habe ich auch noch nie von gehört, das scheinen keine Remake zu Waffen zu sein, zumindest soweit man das jetzt weiß. Kann natürlich sein, dass sie irgendwann schon mal in einer veränderten Form irgendwo zu finden waren. Und es gibt nochmal ein Messer. Das Messer finde ich jetzt eher unwichtig, aber die SWAFT ist eine AR, also ein Sturmgewehr. Und die Daemon ist eine MP. Und die MPs kann man seit dem letzten Update ja wieder spielen. Denn die Spitfire ist jetzt wirklich mal konkurrenzfähig. Die Cordit ist konkurrenzfähig. Die MX9 ist konkurrenzfähig. Nicht unbedingt mit der Vapor. Das ist nämlich die neue, völlig überpowerte Waffe, die auch noch besser als die Titan mittlerweile ist. Warum auch immer man das wieder so gemacht hat. Aber man kann die MPs spielen. Dementsprechend werde ich ein paar schöne Clips noch dazu aufnehmen und euch die MPs einmal vorstellen, gesondert als Klassenguide. Denn bisher waren es immer nur die ARs in den Klassenguides, weil die ARs einfach so viel dominanter waren.
zu dem neuen Blackout-Modus, beziehungsweise zu den neuen Blackout-Abschnitten, die auf der Karte kommen. Das ist zum einen Hijack und zwei, drei andere Abschnitte, unter anderem bei der Anstalt und bei den Zombies, kriegen wir jetzt auch noch etwas Schönes, und zwar die Rüstungsvariante sozusagen. Man kann also eine Rüstung, eine kaputte Rüstung wiederherstellen. Wie das genau funktioniert, ist bisher noch nicht bekannt. Ich vermute, man kann ja bei jedem Gegner, dem man die Rüstung wegschießt, ein Stück von der Rüstung aufsammeln. Und wenn man zwei oder drei davon hat, die zusammensetzen, dann bekommt man für drei eine kleine Rüstung oder eine leichte und für vier eine mittlere und für sechs eine schwere oder irgendwie sowas. So würde man endlich auch dafür belohnt werden, in Blackout Gunfights einzugehen, weil bisher war es so, man ist in Gunfight rein, hat den eventuell gewonnen, hatte aber weniger Heilung, weniger Munition und in der Regel vor allen Dingen weniger Rüstung danach, denn beide Gegner zerschießen sich die Rüstung gegenseitig. Das wäre eine super Lösung, ich hoffe, dass das auch so funktioniert, das müssen wir abwarten. Dazu kriegen wir einen neuen Season Pass. Der bisherige Battle Pass, den wir in Black Ops 4 haben, hieß ja mit der Operation First Strike, jetzt ist es absolut Zero, also absolut Null. Der wird nicht mehr von Anfang an bis 200 gehen mit Reserven zwischendurch, sondern der neue Pass, das ist wirklich gut überarbeitet, geht bis 100, von 1 bis 100. Die drei Waffenvarianten sind in diesem Pass mit drinne. Ab welcher Stufe weiß man noch nicht, vermute mal auf Level 10 kriegt man das Messer, ab 50 die MP und ab 100 das AR oder so. Und ab Level 100, also bis 100 kann man sehen, was man in jeder Stufe bekommt. Das ist keine Reserve mehr bis dahin und die Reserven kommen dann erst wieder ab Level 100. Das ist insofern großartig, dass man A genau weiß, auf was man hinausarbeitet und B sind 200 Stufen mit festen Sachen, die man haben möchte, einfach zu viel. Selbst ich, der wirklich vergleichsweise viel spielt, hat bisher keine Chance gehabt, die 200 irgendwie voll zu machen. Jetzt habe ich es geschafft mit 211, 212. Ich habe mir auch nichts gekauft, aber es war wirklich ganz, ganz knapp und die Saison ist fast zu Ende. Jemand, der weniger spielt als ich, der hat, was das angeht, im Prinzip keine Chance. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Neuerung. Die Waffen sind auch dort mit drin. Da freue ich mich drauf, dass man daran gearbeitet hat. Jetzt müsste man natürlich nur gucken, ob denn auch wirklich vernünftige Sachen drin sind. Versprochen sind uns Spawn. Neue Tarnung für die Waffen. Neue Reactive Camos, das heißt diese Reaktivtarnung, die da wirklich sehr cool aussehen. Und neue Mastercraft-Tarnung. Ob die nachher jetzt auch das standhalten, was sie versprechen, muss man abwarten. Und zu guter Letzt kriegen wir bei dem Ganzen noch einen neuen Charakter, beziehungsweise eine Charakterin. Und zwar heißt diese Charakterin Zero, Null. Das ist eine Hackerin, das ist die dritte weibliche Charakterin nach Battery und Seraph. Und diese Charakterin, diese Hackerin, hat als Primärfähigkeit, das heißt diese kleine Spezialistenfähigkeit oder Ausrüstung eher, es ist die Ausrüstung, eine Art EMP-Granate. Ich vermute, dass diese EMP-Granate das Radar für ein paar Sekunden stört und sowas wie eine Stolpermine oder so deaktiviert. Ist jetzt vielleicht nicht so stark, aber die Spezialistenfähigkeit ist interessant, es soll eine Hackerin sein. Meine Vermutung aktuell und die von vielen YouTubern ist, dass diese Hackerin die Möglichkeit hat, sowas wie Stolperminen, Sucherminen, alles mögliche, was Ausrüstung ist, vielleicht von Crash die Munition etc. zu zerstören, wenn man sie benutzt. Und das gibt dann so und so viele Punkte. Das wäre eine coole Möglichkeit, so würde man andauernd diese Stolperminen von sich wegbekommen. Vielleicht hat sie auch die Möglichkeit, für 10, 20 Sekunden, wenn sie eingesetzt wird, dem Gegner zu verbieten, Spezialisten zu nehmen. Auch das wäre eine interessante Möglichkeit. Das muss man abwarten, das weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Wäre auf jeden Fall im Public-Bereich und Comp-Bereich eine Neuerung und mal wirklich was Interessantes. Man muss jetzt natürlich hoffen, dass sie es hinkriegen, dass dieser Charakter auch eine richtige Liebe bekommt. Wenn der wieder zu stark oder zu schwach ist, dann wird es wieder nur noch nervig und anstrengend. Das sind im Prinzip die wichtigsten Sachen, die wir über das neue Update wissen. Das ist alles in 1.1.0 verpackt. Das ist auch unter anderem in 14 GB schon verpackt, die wir schon runtergeladen haben. Und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir ab Dienstag, dann kommt der ganze Kram nämlich, mal richtig reinhauen und schauen, was uns der neue Content bringt. Ich freue mich drauf. Aktuell ist noch nicht die Rede davon, dass irgendwas aus diesen Sachen, aus diesem Season Pass extra Geld kostet, aber natürlich kann man die Sachen wieder kaufen. So, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da, haut gerne ein Abo raus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentiert gerne, was haltet ihr von dem neuen Charakter, Charakter Zero. Ich persönlich, meine Meinung dazu, ich finde, wenn er gut gebalanced ist, ist es ein perfekter Charakter, der vieles ergänzt. Ich würde mir aber trotzdem sowas wie den Reaper wünschen, also wie Sense. Eure Meinung würde mich interessieren, mal gucken, was dabei ist. Und dann gibt es auch noch die Auswertung diese Woche, was eure Top 5 DLC-Waffen sind, die ihr in Black Ops 4 gerne hättet. Also, das war's von mir, macht euch einen schönen Abend, haut rein.